wollten heute dieses wunderschöne Gebäude öffnen, erlebbar machen für alle, die rund um unser Gebäude leben und das auch über die Jahre haben wachsen sehen. Wir wohnen gleich hier um die Ecke und wir haben uns immer schon mal überlegt, wie es hier drin wohl aussehen mag. Und super Idee, dass das gemacht wird. Eigentlich ganz schön, so diesen Aha-Effekt, wenn die Leute reinkommen und Dinge, die wir natürlich alle wissen, zu vermitteln, den Prozess ein bisschen so, die Historie, aber auch das, was man jetzt so sieht, einfach ein bisschen erklären. Schon sehr beeindruckend. Also alles ist schon sehr penibelst eingerichtet, so wie ich das sehe. Und ich denke, dass diese Atmosphäre sehr konstruktiv ist für Produktivität, für Leute, die nach vorne denken. Das ist das Vorbild auch, was, denke ich, die EZB sich wünscht und auch anstrebt. Und dafür passt das Gebäude perfekt. Das, was wir machen, manchmal kommt ein bisschen trocken und technisch, aber das ist wirklich unsere Vision, ist für Europa und die Europäer wirklich hier zu arbeiten, nicht nur an Gebäude zu bewirten, sondern Europa ist ein menschliches Projekt. Und alle die Menschen, die hier arbeiten, haben das als Mittelpunkt für deren Motivation. I have many personal motivations to be with my team and work together with them for the people outside. It's not about us, it's about the neighbors and also personally to enjoy watching the children, enjoying playing the game. Sehr schön, wunderschöne Veranstaltung und die Kinder amüsieren sich auch blendend, insofern alles wunderbar. Ja, die Europäische Zentralbank wäre schön, wenn sie das machen könnten, den Menschen sich mehr eröffnen könnten, dort hier den Umgebung und zu erläutern, für was sie da sind letztendlich, damit da mehr Verständnis dazu kommt. Zu schaffen, dass mehr Leute sich tatsächlich etwas darunter vorstellen können und dass nicht die Europäische Zentralbank als eine abstrakte, abgehobene und etwas fremdbeherrschende Organisation empfinden. Ich hoffe, die merken, dass die Leute, die bei der EZB arbeiten, wirklich die Bürger im Mittelpunkt haben, weil Europa ist ein Projekt von Menschen für Menschen und ich hoffe, die haben es heute erfahren können.